liebe Zuschauer von Leseratte Ivi. Willkommen zu meinem Monatsrückblick Februar. Der baut sich wie folgt auf. Erst kommt die YouTube-Statistik, dann mein Lesemonat, dann welche Filme habe ich gesehen, welche Spiele habe ich gespielt und am Ende werde ich mich über diesen beschissenen Monat nochmal richtig schön auskotzen. So, kommen wir zu was Erfreulichem, nämlich der Statistik bei YouTube in diesem Monat. Und zwar habe ich sage und schreibe 143 Abonnenten gewonnen. Das ist großartig, darüber freue ich mich gigantisch. Ja, das ist wie so ein Fels in der Brandung, so ein Motivationselixier, der Sauerstoff zum Atmen. Ich kann es nicht beschreiben, aber es hat einfach nur gut getan, in diesem Monat auch etwas Positives zu erleben. Ja, dann macht einem das auch überhaupt nichts aus, wenn 18 Abonnenten diesen Monat meinen Kanal verlassen haben. Das ist dann eigentlich ziemlich unwichtig bei diesem Zuwachs. Mein meistgesehenes Video war der Monatsrückblick Januar. Deshalb hoffe ich auch, dass euch der Februar wieder gefällt, auch wenn er total pessimistisch angehaucht ist. Es ist so, dass die Männerquote, ja, eine erfolgreiche Diät abgehalten hat. Und zwar wurde sie verschlankt auf 5,9%. Damit ist die Frauenquote 94,1%, also gestiegen auf 94,1%. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich habe schon von einigen Männern Anfragen bekommen nach einem neuen Badewannenvideo. Ich bin kein Playmate und es geht auch nicht um Bikini und Bademoden. Es geht um Bücher, so soll es bleiben, so soll es sein. Und ja, wenn wenig Männer lesen, tut es mir leid. Schade, aber macht auch nichts. So, die meisten Zuschauer sind nach wie vor zwischen 45 und 54 Jahre. Die Quote ist auch mittlerweile noch gestiegen von 34, noch was Prozent auf 38,7%. Ja, vielen Dank für diesen Zuwachs. Es ist schön jetzt zu wissen, welche Zielgruppe man so hat. Ihr habt mir größtenteils geschrieben, ich darf weiter du sagen in die Kamera. Und da bleibe ich jetzt auch dabei. Und es wäre schön, wenn ihr mir vielleicht noch ein bisschen mehr Feedback geben könntet. Welche Literatur interessiert euch? Welche Themen soll ich vielleicht mal besprechen bei Sprechstunde Buschmann oder im Monatsrückblick? Ja, wenn da noch ein paar Kommentare mehr kommen würden, kann ich mich noch ein bisschen besser auf meine Zielgruppe einschießen. So, kommen wir nun zum Lesemonat. Der war relativ bescheiden für meine Verhältnisse, hatte aber so seine Gründe. Ich habe 10 Bücher durchgelesen, 3 Bücher abgebrochen. Das waren insgesamt 4056 Seiten, macht einen Tagesdurchschnitt von ca. 145 Seiten. So, das beste Buch des Monats, über das darf ich leider noch nicht reden. Ich halte es aber trotzdem mal in die Kamera und zwar von Jojo Moyes, Ein ganzes halbes Leben. Es ging los in diesem Monat mit einer Liebesgeschichte, begleitet von einer, ja, tödlichen, nein, nicht immer tödlichen Krankheit, aber ja, schon mit einer sehr, sehr ernsthaften Krankheit. Und zwar von Kathleen Mahon, Liebe im Zeichen des Nordlichts, erschien bei Drömer Knauer. Die Geschichte war ganz interessant, allerdings plätscherten die Figuren und die Charaktere, also es plätscherte so ein bisschen an der Oberfläche. Ich konnte mich nicht so hineinversetzen und mich treiben lassen von der Story und auch vom Erzählstil her. Immerhin vergab ich 3 Leseratten, ich habe noch keine Videorezi gedreht, werde ich eventuell nachholen. Ein Roman, den man lesen kann, aber nicht lesen muss. Als nächstes habt ihr mir empfohlen bei Facebook, bei den Chiclet-Romanen von Fanny Wagner, George Clooney, Tante Renate und ich. Vielen, vielen Dank für diese amüsante, ja, Komödienempfehlung. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, war in diesem Monat so ein heiteres Erlebnis, was die Literatur betrifft. Und dazu habe ich bereits eine Videorezi gedreht, habe ich euch, oder verlinke ich euch auch unten nochmal in der Infobox.
Als nächstes, ja, versuchte ich zu lesen, was danach geschah, von James Kimmel. Ja, dies ist ein Psychothriller mit Fantasy-Elementen und ich konnte überhaupt gar nichts damit anfangen. Somit habe ich das Buch nach 45 Seiten bereits abgebrochen. Viel mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ich habe nur Bahnhof verstanden und ja, schön aufgemacht, aber mehr auch nicht. Dann habe ich mich durchgequält zwischen Ewiglich die Sehnsucht, Brody Ashton. Und zwar hat das meiner Freundin Anke super, super gut gefallen. Und was ihr gefällt, kann immer nicht so verkehrt sein. Wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack, nicht deckend, aber doch viele Bücher gefallen uns beiden. Hier muss ich sagen, waren es mir einfach viel zu viele Fantasy-Elemente. Ja, alle, die meinen Kanal längere Zeit verfolgen, wissen, dass ich mich damit immer ein bisschen schwer tue. Die Liebesgeschichte war ganz nett, aber nett ist die kleine Schwester von. Und deshalb vergab ich dem Buch nur 2 Leseratten und ich werde definitiv keine Videorezi dazu drehen. Und liebe Anke, du kannst das Buch, nachdem ich das Video erfolgreich hochgeladen habe, gerne haben. Als nächstes las ich ein Buch, zu dem ich leider auch überhaupt gar nichts sagen kann, und zwar von Cozy Sen Danach. Dieses Buch erscheint am 16. Mai in diesem Jahr und ich darf, wie gesagt, nichts zu sagen. Meine Rezension wird folgen, habe ich bereits abgedreht und werde ich entsprechend hochladen. Dann habe ich es wieder probiert mit dem Buch Liebe ist nichts für Feiglinge. Ja, ich kann euch gar nicht mehr sagen, worum es ging. Wahrscheinlich um die Liebe, aber ich kam überhaupt nicht in den Plot hinein. Somit habe ich das Buch nach 118 Seiten abgebrochen. Dazu wird es auch keine Rezi geben. Dann habe ich es probiert mit Kate Alcott, Ein Koffer voller Träume. Auch da bin ich leider kläglich gescheitert. Das ist so ein historischer Titanic-Roman mal wieder. Das Cover hat mich total angesprochen, aber der Inhalt eher weniger. Ich habe ja da zu der Thematik in letzter Zeit einige schöne Romane gelesen, deshalb war ich entsprechend enttäuscht und ich habe das Buch abgebrochen nach 144 Seiten. Ja, ich will gar nicht das alles auf die Bücher schieben. Es kann einfach an meiner derzeitigen Situation liegen. Nach ja, so viel Enttäuschung habe ich dann gedacht, nehme ich mir mal was Altbewährtes. Und zwar griff ich zu Christine Henner, Wie Blüten im Wind. Ich lese die Autorin sehr gerne. Die hat schon viele gute Sachen geschrieben. Und auch in diesem Buch wurde ich Gott sei Dank nicht enttäuscht. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich habe eine Videorezi bereits gedreht, allerdings noch nicht hochgeladen. Werde ich in den nächsten Tagen dann noch ändern. Und ja, sehr, sehr unterhaltsam, packend. Ich vergab 4 Leseratten. Dann ein Buch, zu dem ich leider wieder nichts sagen darf. Susan Pastor, Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts. Entschuldigung, das Buch erscheint erst am 9. März. Bis dahin muss ich leider meine Klappe halten. Wahrscheinlich wird es eine Videorezi dazu geben. Weiter geht es mit einem Buch, zu dem ich leider, 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 leider nichts sagen darf. Auch da muss ich warten bis zum 21. März, von Jojo Moyes, Ein ganzes halbes Leben. Ja, da müsst ihr euch gedulden. Definitiv wird zu diesem Buch eine Videorezi geben und ja, Monatshighlight. Dann habe ich einen Fantasy-Roman mal probiert, mal wieder. Und ich muss sagen, es war gar nicht so schlecht. Engel der Nacht von Becca Fitzpatrick. Ja, es ist so eine typische Story von Nora, die verliebt sich in einen Klassenkameraden und er hat auf der einen Seite was unheimlich Faszinierendes, Anziehendes, was sie nicht loslässt. Auf der anderen Seite halt auch was ganz Beängstigendes, ein dunkles Geheimnis und ja. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Videorezi zu drehe. Müsst ihr mir einfach sagen, ob ihr was sehen möchtet und ja, wenn da Anfrage besteht, werde ich dem auf jeden Fall nachkommen. Ups.
Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist schon uralt, ist glaube ich aus September 2009, Jane Hill, Ich weiß immer, wo du bist. Ein Psychothriller für Frauen. Eine Frau ist auch ja, die Protagonistin und es ist allerdings eine Allerweltsgeschichte, was man schon zigmal gelesen hat. Eine Frau hat ein dunkles Geheimnis und sie baut sich ein neues Leben auf, neue Identität etc. pp. Verliebt sich auch gerade neu und plötzlich erscheinen immer wieder irgendwelche Botschaften und Hinweise, dass jemand ihr dunkles Geheimnis kennt und er bedroht sie jetzt. Ja, hat man schon oft gelesen, deshalb jetzt so kein Highlight, aber immerhin drei Leseratten, war flüssig geschrieben und ja, für zwischendurch. Zum nächsten Buch darf ich leider schon wieder nichts sagen. Ich habe Schweigepflicht bis zum 16. April 2013. Tracy Billen, Wie der Vater, so der Tod. Auch da kann ich leider nichts weiter zu sagen. Ist ein Jugendbuch. Ja. Das war mein Lesemonat. Februar. Gut, kommen wir jetzt zu dem gesehenen Film. Ich habe ja zugeschlagen bei Müller im vergangenen Monat, glaube ich noch. Und zwar gab es da 4 zum Preis von 3 bei DVDs. Und ich griff zunächst zu Pakt der Rache. Ein Film mit Nicolas Cage. Alle, die mich näher kennen, wissen, ich liebe Nicolas Cage. Living in Las Vegas habe ich... Oh, ey, das ist so ein Film... Ein Hammerfilm, den werde ich unbedingt nochmal wiedersehen und auch, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie der Film heißt mit John Travolta, Der Feind in meinem Körper, glaube ich, da, also der war auch hammermäßig. Ja, hier Pakt der Rache, da geht es um eine großartige Liebesbeziehung. Jeder wünscht sich, glaube ich, so eine traumhaft harmonische, glückliche Ehe. Das wird anhand der ersten Szenen sofort klar, bis in einer Nacht seine Frau brutal vergewaltigt wird, im Krankenhaus landet, total zugerichtet. Er ist natürlich am Krankenbett und als er dann sich ja, am Automaten einen Kaffee holt und in diesem ja, Wartebereich sitzt, kommt ein Typ auf ihm zu und sagt halt, sollen wir die Sache für dich erledigen? Es gibt Möglichkeiten, wir kennen den Vergewaltiger, wir können ihn sofort platt machen, ihm das Leben nehmen. Ja, den einzigen Gefallen, den du uns tun musst, ist halt irgendwann eine Kleinigkeit erweisen, mal einen Brief irgendwo einstecken oder eine Kamera ausschalten oder sonst irgendwas. Ja, der Typ ist natürlich gerade rasend vor Wut, vor Schmerz. Er ist voller Trauer und weiß sich nicht so recht zu helfen. Dieser Typ, der ihn anspricht, sagt natürlich auch, vor Gericht dauert es ewig. Er wird vielleicht freigesprochen oder bekommt eine Haftstrafe oder so. Und so willigt er diesen Pakt, also willigt er ein. Und weiß nicht, dass er damit im Grunde sein eigenes Leben und auch das seiner Frau in Gefahr bringt. Super klasse, sehr empfehlenswert. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich einen Film begonnen, ja, Sin City. Er ist ab 18 und der ist total durchgeknallt, total schräg, total psycho. Ja, ich habe den gekauft, weil der Bruce Willis da vorne in der Mitte drauf ist. Und Bruce Willis ist ja schon eine Hausnummer. Aber ja, der Film, der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Der war mir einfach zu abstrakt und zu durchgeknallt. Permanente Fäkalsprache. Und ich weiß gar nicht, ob ich über die 15 Minuten hinausgekommen bin. Konnte mich nicht packen und kommt auf jeden Fall in mein nächstes Leseratemistet-Aus-Paket. Dann habe ich einen wunderschönen Film gesehen, verfilmt mit Tom Hanks und Sandra Bullock, extrem laut und unglaublich nah. Dazu muss ich sagen, ich habe leider niemals das Buch gelesen. Bereue ich im Nachhinein ein wenig. Es geht um einen kleinen Jungen, der ist kaum älter als mein Carlos und verliert am 11. September ja, bei dem Attentat aufs World Trade Center seinen geliebten Papa. Er hat unheimlich viele Geheimnisse mit seinem Papa gehabt. Er und sein Papa hatten einen ähnlichen Intelligenzquotienten, bestialisch hoch. Sie haben verschiedene ja, Expeditionen unternommen und verschiedene Pläne geschmiedet. Und
Ja, plötzlich ist Papa nicht mehr da und dieser Junge fällt in ein tiefes schwarzes Loch, findet dann eines Tages in ja, den Sachen seines Vaters eine Vase und in dieser Vase ist halt ein Schlüssel versteckt und glaubt der Junge darin eine Botschaft zu sehen und möchte herausfinden, was es mit dem Schlüssel auf sich hat, um seinem Vater wieder näher zu kommen, um herauszufinden, an was sein Vater da gearbeitet hat. Und dieser Film ist sehr aufwühlend, sehr emotional und es ist nicht so, dass du am Ende des Films, dass dann alles explodiert und fängst an zu heulen. Nein, du fängst schon mittendrin irgendwann an zu heulen. Also der Carlos, der musste mich da zwischendrin immer ein paar Mal trösten. Der Film ist ab 12, Carlos hat den Film nicht gesehen, aber ich habe den auf dem Laptop gesehen und Carlos hat dann immer gesagt, Mama, nicht weinen. Ja, sehr, sehr schön, gehört ja zu einem der besten Filme, die ich hier gesehen habe. Sehr, sehr empfehlenswert. Gespielt. Ja, da waren durch die ganzen Umstände in diesem Monat Carlos und ich jetzt auch nicht so aktiv. Wir haben einmal ein Kinderspiel gespielt. Ich würde es empfehlen für Kinder, also pfiffige Kinder vielleicht ab 4, 5 Jahre schon. So lange haben wir das, glaube ich, auch schon. Carlos ging, glaube ich, noch in den Kindergarten, habe ich das Spiel besorgt. Und zwar habe ich leider die Verpackung nicht mehr, aber das Spiel heißt Kabuddel. Es ist ein Kartenspiel. Es gibt einmal, gibt es hier verschiedene Karten. Da sind verschiedene Motive drauf, verschiedene Farben im Hintergrund, also verschiedene Tiere, verschiedene Zahlen. Die Zahlen, das sieht man immer anhand der Punkte. Die sind auf Vorder- und Rückseite gleich bedruckt. Dann gibt es hier, das nennen Carlos und ich immer das Schwabbelmonster. Ja, es gibt eine Schlange, es gibt einen Fisch und alles in verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Zahlen. Die legt man alle so in der Mitte halt aus. Und es geht halt darum, man bekommt dann halt, jeder bekommt noch 10 Karten auf die Hand und es geht darum, halt diese Karten hier zu erhaschen, zu gewinnen. Dafür braucht man natürlich pro Karte die entsprechende Zahl, die entsprechende Farbe, das entsprechende Viehzeug. Und da gibt es halt die Karten, die man auf die Hand bekommt. Die bestehen dann hier aus den unterschiedlichen Punktezahlen, aus den unterschiedlichen Farben. Und aus den unterschiedlichen Tieren. Dann gibt es noch Zusatzkarten und zwar einen Joker. Da gibt es Farbe, Punkte und Tiere. Kann man sich halt für entscheiden. Diese Karte zählt natürlich nur für ein Element. Ja, und dann kommt Carlos seine, also wenn man sich zum Beispiel jetzt Karten erhascht hat, schon bereits irgendein Spieler, dann kann die Kabam-Karte zum Einsatz kommen. Das ist Carlos seine Lieblingskarte. Er kriegt immer so ein breites Grinsen über beide Backen, wenn er so eine Karte hat. Und auch jetzt lächelt er wieder. und zwar kann man sich damit von seinem Gegner eine Karte erhaschen, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Das geht natürlich nicht, wenn der Gegner eine Kabosch-Karte hat und diese zeitnah legt und somit kann er das Ganze verhindern. Ja, ist ein Spiel, macht viel Spaß. Wie gesagt, es geht halt nachher darum, wer von den meisten Karten hier halt, also wer die meisten Karten erhaschen konnte, gewinnen konnte. Und das kann man, also die Regeln kann man beliebig ausbauen und ja, kann man gut mal so zwischendrin spielen. Gute Alternative zum Mau-Mau oder sowas. Geht auch relativ zügig. Ja, und dann haben wir uns eins unserer Lieblingsspiele eigentlich gespielt. Das werden auch die meisten von euch kennen. Ist ein typisches Kneipenspiel und zwar Lügenmäxchen. Das alles, was man braucht, ist einfach irgendwie so ein Pappdeckel, ein Becher und zwei Würfel. Die kommen hier rein. Und man muss natürlich lügen. Muss man nicht unbedingt, wenn man einen guten Wurf hat, aber im Notfall muss man halt auch lügen. Die niedrigste Zahl ist die 32. Also man würfelt praktisch, guckt so drunter, was man hat. Ich hätte jetzt zum Beispiel eine 54, kann jetzt, wenn ich nur zu zweit spiele, relativ hoch anfangen mit 62. Könnte ich jetzt lügen. Und mein Gegner muss mich halt immer überbieten. Entweder glaubt er mir das. Und nimmt den Becher an, würfelt neu, schaut runter und überbietet mich.
Oder aber er glaubt mir nicht und sagt hoch, ich muss zeigen. Und wenn ich dann nicht das Gewünschte oder das Gesagte drunter habe, dann ja, habe ich die Runde verloren. Wir legen uns immer noch zwei Extrawürfe hin und drehen dann runter von 6 auf 1. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Also wenn ich eine 21 würfle, hebe ich sofort den Deckel, zeige die 21. Alle, die mitspielen, müssen sofort den Würfel drehen. Und die höchste Zahl ist die 65, dann kann man einfach nur noch mit einem Pasch punkten. Einer Pasch, Zweier Pasch, Dreier Pasch, Vierer Pasch, Fünfer Pasch, Sechser Pasch. Ja, und so geht das halt hin und her. Macht wahnsinnig viel Spaß. Wir spielen das eigentlich auch immer unheimlich gerne, wenn wir bei der Verwandtschaft zu Besuch sind. Alle müssen dann mitmachen. Und ja, wenn man dann ein bisschen was getrunken hat oder so, macht es besonders viel Spaß. Und ein Verwandtschaftsmitglied hat dann mal in einer Runde gesagt, 74. Ja, wir haben alle flach gelegen. 74 ist natürlich mit einem Sechserwürfel ganz schwer zu machen. Ja, kann sehr lustig sein. Okay, das war das zu den Spielen. Nun kommen wir noch zur Kategorie Sonstiges. Der Monat ging unheimlich schön los. Carlos und ich waren ja in Hamburg. Ich verlinke euch gerne nochmal das Video, ja, von unserem Kurztrip nach Hamburg. Wir haben dort das Musical Ice Age sehen können. Es war super schön. Und wir haben das Wachsfigurenkabinett besucht. Das war auch sehr, sehr, sehr interessant. Wobei ich halt Madame Tussauds in Berlin noch ein bisschen umfangreicher fand, aber nichtsdestotrotz war das super, super schön. Ja, und dann sind wir nach Hause gekommen und dann ja, haben sich die Ereignisse einfach überhäuft. Und ich glaube, ich habe so, weiß ich nicht, bestimmt 10 Falten mehr diesen Monat bekommen. Also alles ging los, dass Carlos krank wurde. Er musste dann auch 2-3 Tage zu Hause bleiben. Das war nicht so schön. Dann ist der TÜV von meinem Auto abgelaufen. Ja, habe ich auch wieder Rennerei. Dann ist unsere Spülmaschine kaputt gegangen. Carlos weiß jetzt erstmal, wie das so früher war, als man noch per Hand gespült hat. Ja, dann gab es so ein paar Stolpersteine auf Arbeit. Ja, dann bin ich eines Tages von der Arbeit nach Hause gekommen und meine Küche und mein Bad standen so hoch unter Wasser. Ich habe wirklich die ganze Zeit alles nur weggewischt. Ich musste die ganze Nacht wach bleiben. Ich hatte das Gefühl, ich kriege das Wasser überhaupt gar nicht weg. Ich habe gewischt, gewischt, ausgefroren, aber es ging einfach nicht weg. Und am nächsten Morgen konnte ich dann auch feststellen, warum. Das Wasser kam nämlich aus der Wand. Konnte ich abends irgendwie, habe ich das nicht mehr gesehen. Ich dann natürlich sofort einen Klempner gerufen und ja, der hat dann festgestellt, dass wir einen doppelten Rohrbruch hatten. Hat dann die ganze Wand aufgerissen, ein Riesenloch im Bad, ein Riesenloch ja, in meiner Abstellkammer. Und dann bin ich noch krank geworden. Ja, eine Grippe, ich hatte Fieber, ja, so das Übliche, ist auch scheißegal. Dann dachte man irgendwann, jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen. Und ja, dann habe ich eine Nachricht bekommen bei Facebook. Und dann habe ich am nächsten Tag halt auch sofort mit meiner Mutter telefoniert. Und ja, von dem Tag an war alles andere eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Es war alles so nebensächlich und unsere Familie hat eine große Hiobsbotschaft erreicht. Und das tut mir immer noch so, so doll leid und ich denke sehr, sehr viel darüber nach. Und ich denke so, irgendwie haben wir alle ganz viel Dreck vor der Haustür, aber uns bleibt noch genug Zeit, diesen Dreckberg wegzukehren. Und andere Menschen haben nicht mehr die Möglichkeit oder die Zeit läuft davon und sowas tut unheimlich weh. Und ja, mir tut es für unsere ganze Familie wahnsinnig leid und ja, viel mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ja. So, und dann wollte ich noch sagen, habe ich ja noch vor, dieses Danksagungsvideo zu machen. Das ist, hat gar nichts jetzt mit der Abonnentenzahl zu tun.
wie, also nicht ab einer gewissen Abonnentenzahl will ich das machen oder so, das will ich einfach nur so machen, und zwar für alle, die meine Videos schauen, die mir Kommentare geben, die mir Nachrichten schreiben. Ja, ich bin einfach so dankbar, dass ich das bei YouTube für mich entdeckt habe, weil mich das unheimlich stark macht und mir unheimlich viel Kraft gibt und ja, auch diesen Monat mir unheimlich geholfen hat, auch wenn ich ja nicht so aktiv war. Aber ich glaube, dass im nächsten Monat da, ich glaube einfach, dass es wahrscheinlich wieder besser wird. Und dazu wollte ich einfach nur noch sagen, wenn ihr gerne mit in dieses Danksagungsvideo reinkommt, kommen möchtet, weil ihr halt gerne meine Videos seht oder so, könnt ihr mir gerne in den nächsten Tagen noch ein Foto schicken, bitte im Querformat an meine E-Mail-Adresse, die verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox. Ich würde mich sehr freuen, ein paar Plätze habe ich noch frei und ja, wie gesagt, das wird sehr kitschig und romantisch. Aber ja, das ist so meine Art, dann mal Danke zu sagen. Gut, es tut mir leid für diesen relativ depressiven Monatsrückblick. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich finde es schön, dass es euch gibt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Eventuell wird es ein Tag oder eine Videorezi, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald, eure Leseratte. Tschüss.